Hallo. Hey, guten Morgen. Na, wie geht's euch da draußen? Ich hoffe, ihr habt ein wenig Zeit mitgebracht, denn wir haben mindestens eine Stunde für euch vorbereitet. Vielleicht auch mehr. Ja, müssen wir einfach mal gucken, was die Programmplanung da geplant hat. Und wir für uns, wenn ihr sagt, womit denn füllen, wir wissen es, mit ganz, ganz vielen Apps. Ja, und wir haben schon ein paar für euch rausgesucht, nämlich 9 an der Zahl. Und wir fangen an mit InStyle, Hairstyle, Try-On. Ich finde, die hätten sich was Cooleres einfallen lassen können. InStyle, Hairstyle, Try-On. Ja, ein bisschen kürzer. Vielleicht IHTO. Oh, oder? Ja, das IHTO. Ganz cool. Das ist für diejenigen, die nicht wissen, wie ihre nächste Frisur aussehen soll und sich nicht trauen, einfach zum Friseur zu gehen und Schnippschnapp zu machen. 3 mm GI-Snitt. Snitt. Wir sollten dann tauschen. Du lange Extensions rein, ich deine Frisur. Mal gucken, was passiert. Gerne. Okay. Weiter geht's mit dem Beauty Locator. Genau dazu passend. Ihr sucht eine Möglichkeit, euch schöner zu machen. In der Umgebung natürlich. Damit ist man mit dem Beauty Locator eigentlich ganz gut beraten. Kostenlos genau. Und es geht jetzt nicht um Schnippschnapp, ne? Sondern um ja, also nicht um Vergrößerung, Verkleinerung und sonst was, sondern es geht um Haare schneiden. Vergrößerung, Verkleinerung. Ach, ich hätte gar nicht mit anfangen sollen. So, Crazy Corns, verrückter Miles. Vielleicht geändert der es übrigens für Android an dieser Stelle. Ihr fragt euch sicherlich... Heißt immer noch Android. Ja, ich war da wären wir uns noch nicht einig, ne? Aber egal. Ich bin für Android, ich sage es auf Deutsch. Ich sage auch iOS als Betriebssystem für Apple. Okay. Also so ähnlich Apple, wie nicht Apple. Apple. Für Apfel. Apple und Ei. Nee, wie hieß das eine Spiel nochmal, was wir auf dem iPhone hatten? Fruit Ninja. So ähnlich ist es das. Und das hier für Crazy Corns. Also mit Popcorn. Dann werden wir euch was beibringen, kann man so sagen. Wann warst du das letzte Mal in der freien Natur? Ah. Wann warst du das letzte Mal in der freien Natur? Gestern. Ja? Mhm. Kennst du dich da ganz genau aus und weißt, welches Vögelchen da singt und was das für ein Blatt ist, ob das Ahorn ist oder Buche? Ich werde immer besser, weil ich diese App benutze jetzt. Aha. Aber ich bin eigentlich nicht so gut. Ich weiß, was ein Buchecker ist und eine Buche. Kann man essen. Ja, aber ja. Schmeckt nicht so gut, glaube ich. Nee. Auf jeden Fall, Weitfibel ist eine App, die vor allen Dingen umsonst ist. Es gibt nicht viele im App Store, die Wimmel sehr nicht so teuer rum. Sind. Wimmel, okay, wimmel doch bitte nicht so rum. Okay. Komm da lieber direkt zum Wimmelbuch, denn das ist das nächste, was wir euch vorstellen möchten. Für 79 Cent, ich glaube, es gibt die iPad-Variante, stellen wir vor. Ja. Ich habe aber auch irgendwie was, es gibt ganz viele davon, kann das sein? Ja. Wimmelbuch. Aber die finde ich besonders gut, weil sie interaktiv ist. Also man kriegt nicht nur ein Bild und dann kann man Enerviert. Ein bisschen... Ja. Genau. Weiter. Dann Nickety Splitful ist für Eltern, die ihre Kinder ganz schnell zu etwas bringen wollen. Zum Beispiel ins Bett. Ach, das ist diese Timer-Geschichte, ne? Genau. Ah, genau. Man kann sich also einen Timer stellen und die dann mit so kleinen Belohnungen. Ich habe schon mal an einem kleinen Kind ausprobiert. Es hat hervorragend funktioniert. Echt? Ja. Mich motiviert das sowas überhaupt nicht. Mal gucken. Vielleicht ich glaube, vielleicht bist du nicht so alt dafür. Nein, ich bin gerade aus der Pubertät raus. Achso, aus so der Pubertät. Ja, aus der Pubertät. Puh. We win through halt, ne? Wenn ihr jetzt meine Gedanken lesen könnt, würdet ihr wahrscheinlich ganz schnell den Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Mit iThoughts ist man allerdings in der Lage, etwas zu mindmappen. Also das, was man im Kopf hat, auf Papier bzw. in irgendeiner Form runterzubringen und damit dann so in so einen Plan zu gestalten. Man muss allerdings auch ein wenig Geduld mitbringen. Ja, das ist auch keine App, die jetzt zum Spielen gedacht ist. Das ist eine Business-App. Ne? Die kostet auch genau. Richtig Geld. Kohle. Ja. Hm? 99 Cent. 7,99. 799 Cent, habe ich gesagt. Skinscan. Achso, genau. Skinscan. Skinscan ist ja für die Leute ganz wichtig, die gerne mal in den Urlaub reisen oder die aussehen wie ein Ledersofa. Kennst du die Leute? Ja, wie heißt der Film noch mit Cameron Diaz? Ja, verrückt nach Mary. Genau, da ist auch so eine, die liegt zu oft in der Sonne und ihre Haut ist ganz schrumpelig. Ja, ich gehe auch immer gerne zu Damen und frage sie, ob es auch ein Sofa in der Hautfarbe gibt. Wie sie Machst du das gerne? Ja. Damit kann man seine Haut nach Unreinheiten scannen, beziehungsweise... Nein. Nein? Nicht nach Unreinheiten. Sondern? Muttermale sind doch keine Unreinheiten. Doch, ich habe gehört, man kriegt Muttermale, wenn man Sex mit Aliens gehabt hat. Je mehr Muttermale... Dann habe ich aber ganz schön viel Sex gehabt. Wir gucken mal gucken, vielleicht können wir mit Our Face, können wir ein wenig die alte... mal gucken, ob ich in der Zukunft, wenn ich alt bin, noch mehr Muttermale habe. Das müsste man mit Our Face... Noch älter? Ja, noch besser. Virer Wein. Ne? Damit kann man sein Gesicht ein wenig altern lassen. Oder den Körper, weiß ich gar nicht. Nur das Gesicht, ne? Nur das Gesicht. Mhm. Wollt ihr mal eine Alterung sehen? Nein. wir haben super Themen bereitet. Ich bin noch bei den Aliens und den Muttermalen. Hast du das noch nie gehört? Pass auf, Emmy. Du kannst doch mal auf die Facebook-Seite gehen und gucken, ob du da was findest zu meiner Theorie, ob man nach Sex mit Aliens... Also, was wollte ich denn eingeben bei Facebook? Sex, Aliens, Muttermal. Und alle Hits zeigen. Ich jetzt hier rein und dann... Nee, das mache ich jetzt. Alle nicht. Hits zeigen, Amy. Ich will auch die versauten Sachen Du meinst sehen. Bei Google, ne? Bei Google. Bei Facebook wäre es jetzt nicht so gut, ne? Das bei einzugeben. Facebook? So, ich kann das aber bei Facebook eingeben. Übrigens, ich habe das neulich mal geschafft. Darf ich mal kurz? Ich habe das neulich geschafft, komischerweise einen Suchbegriff, den ich bei Google eingeben wollte, bei Facebook als Statusmeldung reinzusetzen. Ja. Oh. Chili...
Schokolade, Butter habe ich eingegeben. Ich wollte es bei Chefkoch eingeben und ich habe es dann bei Facebook eingegeben. Naja, so kann es passieren. So, ich schreibe das jetzt hier rein und... Und, kommt schon was? Weiß ich noch nicht. Haben schon eine Antwort? Wir haben nämlich eine Facebook-Seite, falls ihr das noch nicht wisst. Und ihr könnt da bei Erbsnight immer dabei sein. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum das nicht aktualisiert wird. Eine Sekunde. Wir haben noch Zeit, Emmy. Nimm dir mal ein bisschen Zeit. Ich gucke gerade, wo... Ich muss jetzt immer wieder auf F5 drücken. Aktualisierst du? Ihr könnt aber auf jeden Fall Freunde werden. Wir haben schon 7577 Gefällt-mirs. Aber wir hätten gerne noch ein paar mehr. Gefällt-mirs. Also, wenn ihr Lust habt. Ne? Ihr könnt das ja vielleicht eurer Oma und eurer Mutter und eurer Tante und eurem Opa und so mitteilen. Vielleicht sind die auch mit dabei. Der Grund, warum ich übrigens hier warte, ist folgender. Ich warte auf die Antwort auf Sex. Ich warte darauf, dass InStyle, Hairstyle, ProStyle, Try-On endlich mal funktioniert. Weil bei mir sieht es folgendermaßen aus. Ich halte das Gerät in die Kamera, ihr könnt es vielleicht abfilmen an dieser Stelle. Bei mir sieht es folgendermaßen aus. Geht nicht. Also, Emmy hat mir gesagt, man muss nur ein bisschen Geduld haben. Das hat mich allerdings ein bisschen gewundert, weil Geduld habe ich an dieser Stelle überhaupt nicht. Ich gehe aufs App. So, und jetzt warten. Also ehrlich gesagt gefällt es nur den Leuten, die sind mit den Sex-Aliens im Muttermaler. Keiner sagt, dass es toll ist. Ich komme mal zu dir, weil man auf meinem iPad... Emmy, Geheimnisse, nicht jeder weiß alle Geheimnisse. Dann wäre es ja auch kein Geheimnis mehr. Zum Beispiel das Geheimnis, warum dieses Ding hier jetzt endlich nicht starten will. Bei mir? Also ich muss ehrlich sagen... Warte, jetzt... Ja. Sag mal. Dieses InStyle Hairstyle Try-On wollte ich ja unbedingt ausprobieren, deswegen habe ich mir auch viel Zeit damit genommen und habe auch ungefähr 20 Mal das Ding zu- und aufgemacht. Ja. Und irgendwann ging's. Also deswegen bei mir habe ich jetzt, ich mache jetzt nochmal zu, okay, Emmy? Ja. Emmy hat gesagt, so zumachen, ich mache mal kurz die Sperre rein. Wupp, dreh dich. So, InStyle, Hairstyle, ProStyle, Try-On. So, jetzt aber. Never have a bad hair day again. Was ist denn Bad Hair Day? Darf push. Guck mal, jetzt kommt erst die Meldung. Ich habe es jetzt, wie gesagt, ich glaube zum 6. Mal gestartet und jetzt nach dem 6. Mal klappt. Man muss ein bisschen Geduld haben. Ja. Ne? Aber bei Apple-Betriebssystemen klappt immer alles. Wer sagt das? Die Apple-Leute Tom sagen Cook. Das. Tom Cook. Heißt der Tom Cook? Nee. Wie heißt der Neue? Tim Cook. Ich weiß es nicht. Der Neue heißt Tim Cook. Ich weiß es nicht. Der andere ist ja weg. Der hat sich, glaube ich, in die Wolke. Der ist in die Cloud verschwunden. Meinst du? Ja. So, wir zeigen jetzt mal, ich weiß, wer das ist. Der andere heißt? Tim Cook, hast du doch gesagt. Doch stimmt doch, oder? Ich weiß nicht. Tom Cook, nicht. Tim Cook, wie heißt der Kerl? Weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall der neue Chef und der sollte sich auf jeden Fall InStyle, Hairstyle, ProStyle, Try-On mal angucken, weil da klappt es noch nicht so hundertprozentig. Die Emmy ist aber jetzt in der Lage, mir zu erklären, warum das für mich gerade das Richtige ist. Ja, für dich vielleicht nicht so. Es ist eher für Frauen. Get started. Außer du willst Frauenfrisuren ausprobieren. Ja. Klar. Also ich mache jetzt mal eins. Get started. Ich mache auch eins. Dann nehme ich mal ein Foto drehen. Aus dem iPad. So. Nein, das ist doof. Ich mache ein neues. So. Ich muss nach vorne. Ich kann leider nicht zeigen. Ich zeige es euch gleich. Okay? Next step. So, jetzt aber. Use. Benutze mich. Pinch to zoom and drag to center of the photo. Don't show this tip again. Pinch to zoom, also so, center of the photo. Rotate left, rotate right. But where is the center of the Nase oder was? Bitte? Where is the center of the photo? Ich würde sagen, das Gesicht, ne? Ja, also aber es geht doch ja um Haare und Gesicht, oder? Ich habe jetzt mal auf Next Step. Und jetzt muss ich anfangen, dieses Kreuz genau über meine dicke Knollennase zu legen. Das ist total schwierig. Wieso? Man kann das ja vergrößern. So. Und ja, dann müsste das. Mal. Warum geht denn das? Ich nicht? Merke gerade, dass ich ein ziemlich dickes Gesicht habe. Was würdest du mir für eine Frisur empfehlen? Langhaare. 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 Warte, ich muss jetzt hier auch noch so die Linie lang ziehen, wo denn meine Stirn lang läuft, damit ich nicht auf die Stirn zufällig wie irgendwie Weigel oder so ganz viele Haare kriege. So sieht es ungefähr gut aus. So, jetzt habe ich mein Gesicht markiert. Ne? Das Ganze lässt sich natürlich auf Windows-Rechner bzw. auf einem Rechner wird das ein bisschen präziser gehen. Es sollte aber an der Stelle hoffentlich ausreichen. Jetzt gehe ich auf Done. So. Your jaw and forehead are angular and the length of your face is equal to its width. Also mein Gesicht ist genauso lang, wie es breit ist. Das ist immer nicht sehr nett. Kanisterkopf, oder was? Ich dachte eigentlich, ich wäre eins von diesen Ameisenköpfchen. Warum geht's bei mir nicht? Ich kann es dir leider nicht sagen. Bei mir hat es gerade erst zum ersten Mal funktioniert. Ich bin gerade dabei, dieses App. Aber bei mir hat es schon mal, jetzt kann ich aber nichts bewegen. Darfst du nicht bewegen? Doch. Aber das hier oben kann ich es nicht bewegen. Doch, beweg doch mal. Nee, nein, darf ich jetzt? Ja, mach mal. Da auch, bitte. Emmy, mach doch. Und du, das, was ist das hier? Wie lange sind deine Fingernägel? Ach so, du hast aber ein Foto jetzt ausgewählt, wo eine Brille noch oben drauf zu sehen ist. Man ja, und? Ja, aber gut, okay, dann. So, jetzt kann ich mir Nicole Richies Haare drauf machen oder was? Ja, oder alle möglichen. Wie geht das? Ah, guck hier, jetzt habe ich. So, weiter, dann. Ich finde, als Nicole Richie komme ich ganz gut rüber. Zeig mal. Oder? Ja. Is it me you're looking for? Oh nein. Zeig bitte. Oh nein. Zeig bitte, Emmy. Das wird dir sehr Emmy, gefallen. Wir müssen guck da mal, durch. Mit wem mein Gesicht verglichen worden ist.
Mit deiner Lieblingsschauspielerin. Mein Fuß. Sarah Jessica Parker. Mein Fuß. Sarah Jessica Parker. Echt krass. Ja, aber eine gewisse Ähnlichkeit ist ja auch da. Du siehst besser aus, definitiv. Die, guck mal, die hat sich so viel Schminke in die Augen gemacht. Das ist lieb von dir, weil, also wenn ihr wüsstet, was er bei Sarah Jessica Parker sagt, dann wäre es eine Beleidigung, wenn du sagen würdest, ich sehe da wirklich sehr ähnlich. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, mit wem ich Ähnlichkeit hatte. Achso, weiß ich auch nicht. Aber ich würde mal gerne aussehen wie Fergie. Dann. Das ist doch die Kaiserin von England. So, dann nehme ich doch Jennifer Love Hewitt. Warte, boah, das dauert aber lange, guck mal. Jetzt sehe ich aus wie Fergie. Und man muss auch sagen, wenn man ganz viele Sachen, Programme geöffnet hat auf dem iPad, dauert es noch... Noch länger, ne? Länger. Man kriegt auch übrigens ab und zu Warnungen, dass der Hauptspeicher voll sei. Da muss ich mit dunklen Haaren? Das sieht gut aus. Ich finde das gar nicht so schlecht. Kannst du denn jetzt, darf ich mal ganz kurz probieren, ob ich da die Haare noch positionieren darf? Nee, ne? Das muss man vorher machen. Kann man machen. Kannst du ziehen. Ach so, echt? Drag and Drop stand da gerade. Nee, bei mir geht's nicht. Double Tap, dann kannst du hier... Ah, jetzt kannst du dir die Haare noch eigentlich... Ja, soll ich mir die so schwarz färben? Ja. Mal, was meinst du? Absolut. Haben wir ein Edding? So, ich zieh mir... Oh, guck mal hier. Also ich finde... Ich besser find, als blond fast. Ich finde das gut. Das hat was. Ich traue mich nur nicht, glaube ich. Warum? Ja, weil das ist In-Style, Hair-Style, Pro-Style. Und die, wenn die das sagen... Ich würde es mal machen. Ich probiere mal was anderes. Mal gucken, was du dazu sagst. Man kann auch die Länge und so Haarfarbe und so kann man auch noch kombinieren. Ich würde natürlich ein Red Hair... Man kann auch die Premium-Version runterladen von diesem Hairstyle, In-Style. Das ist, und das kostet aber... Ja? Kostet Geld. Und da kriegt man halt... Man kann dann alle möglichen ausprobieren. Ah, crazy. Ich sehe jetzt aus wie Katy Perry. Zeig mal. Katy Perry hat ja neulich geheiratet, ne? Neulich? Oder? Vor anderthalb Jahren. Den Prinzen da, oder wer das war, ne? Oh. Oh. Oh, ich finde eigentlich die Frau... Rot? Nee, Emmy. Rothaare, nee. Bring Unglück. Das will ich echt nicht machen. Sagt der, der gerade hier das Foto von Katy Perry drauf hat. Ich finde auch, ehrlich gesagt, dass Schwarz besser war. Ich finde, Schwarz steht dir auch gut. Ich finde es auch generell gut, weil Kerle da komplett rausgetrennt werden aus der App. Es sei denn, man heißt irgendwie Christian oder vom Frauentausch der Typ. So, weiter. Es sind aber mehr kostenpflichtige als freie dabei, ne? Ja, also, ist ja eigentlich auch Ashley Simpson. Logisch. Ashley Simpson. Ich mache jetzt Christina Aguilera. Deborah Messing. Wer ist Deborah Messing? Kennst du die? Die von Will and Grace, genau. Das ist die eine Nervensäge gewesen von Will and Grace. Das ist doch auch super. Das ist Christina Aguilera. Das sieht aus wie Marusha. Nee. Lieber nicht. Das steht mir überhaupt nicht. Somewhere over the Rainbow. Lass uns mal die App zusammenfassen. Wir haben nicht mal so viel Zeit. Schade eigentlich für die ganze Foodie-App. Ja. Echt witzig. Instyle, Hairstyle, try on. Heißt der ganze komischer Spaß. Name. Aber dahinter steckt eine super App. Ja. Genau. Mit Frisuren, Hits von Celebs. Genau. Einfache Handhabung. Naja, so einfach ist auch nicht. Doch, es geht, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. Bisschen buggy ist es schon, aber ich glaube, da kommt hoffentlich immer mal ein Update raus. Und das Ganze kostenlos. Nur die Premium-Version kostet Geld. Aber die braucht man jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Nee, wenn, dann geht man zum Friseur. Genau. Willst du so eine Impression daraus auch zum Friseur nehmen und sagen, ich hätte das gern so? Nee, ne? Ja doch, also mit den schwarzen Haaren, ich fand das gerade echt gar nicht so schlecht. Ja, ich würde mich, glaube ich, nicht trauen. Hast du Beauty Educator drauf? Ich habe es gar nicht drauf bei mir. Ja, habe ich. Es ist ja eine iPhone-App, ne? Und wir haben die hier auf dem iPad installiert. Deshalb können wir das Ganze auch doppelzoomen. Irgendwann mal fliegen, glaube ich, alle iPhone, also nur iPhone-Apps aus dem App Store. Dann gibt es immer für beide Geräte jeweils nur ein App. Das ist der Beauty Locator. Genau. Markenparfümerien, Friseure, Institute, Spaß. Spaß. Komm, Spaß. Pilzort, muss eingeben. Berlin? Was sind das? 1, 10, 2, 3, 5, 4, 5. Ja. Gibt's das? Mal gucken. Jetzt sucht er im Internet nach der Postleitzahl. Also das Problem ist, ich habe, glaube ich, auf dem iPad die Lokalisierung ausgeschaltet. Deswegen sonst normalerweise die Postleitzahl eingeben. Genau, ne? Sonst würde das von alleine finden. Geh mal zurück, vielleicht gibt es in Berlin keine Spaß. Geh mal auf... Doch, Spaß und dann machen wir hier einfach unsere... Was ist denn hier in Postleitzahl? 40221. Yes, and press the button. Ich bin mal... Es gibt keine Spaß hier. Das stimmt doch gar nicht. Bei uns ist doch total der Spaß hier. Ich wusste, dass das noch kommt. Was denn? Komm, ich probiere es. Ich bräuchte Publikum. Institute hat aber nichts mit Schönheit zu tun. Friseure. Institute, doch! Institute, geh mal. Guck mal, ob du den Laden von Tim Toupet findest. 40221, jetzt gibt's. Arbeitet der noch? Nee, der arbeitet noch, ja. Der Friseur arbeitet noch, auch, wenn du den fragen solltest. Ach so. Ach, wir sind ja auch Mensch, ich dämlich. Ja Herr. Nein. Sorry, das meinte ich gar nicht. Schlögel. Was guckt ihr mich jetzt? Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Man muss echt aufpassen. Sprache ist sowas von gefährlich. Klaus Kinski hat gesagt, Sprache ist die missverständlichste Kommunikationsform, die es deswegen gibt. Mochte den keiner, ne? Was? Kinski? Der war doch echt so ein totaler, schlecht gelaunter
Oder war ist er noch, ne? Nee, ne? War er. So, anderes Thema. Super Typ. Der sollte auch auf jeden Fall mal den Beauty Locator. Und jetzt hätte man so einen stierenden Blick gehabt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Der schreibt Beauty Locator, komm. So, du, das. Also, wenn ihr gewusst, wenn wir gezeigt hätten, wie es wirklich funktioniert, dann wäre es super gewesen. Haben wir ja aber nicht, aber das könnt ihr selber mal machen. Für eine Beauty Spots in deiner Nähe. Für Schönheitsnotfälle. Nie wieder hässlich sein. Für Schönheitsnotfälle, ja. Krass. Ja. Jetzt, so was kommt jetzt? So, jetzt sind ach, wir. Die Korn, Korn. Crazy Corns, genau. So, wo ist mein. Also guck mal, ist das da oben irgendwo? Oh, ich hab's da hinten hinter den Rechner gelegt. Emmy, bist du so nett und bringst mal kurz mein iPhone? Ach, ich raff's auch gar nicht mehr. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist schon sauber. Ich habe gestern nämlich noch eine Runde Crazy Corns gespielt. Ihr kennt sicherlich Fruit Ninja. Fruit Ninja ist ja. War echt ein lustiges oder ist ein lustiges Spiel. Ich glaube, eins der meistgeladensten, runtergeladensten Apps, die es überhaupt gibt. Genau. Ne? Und so ähnlich ist auch Crazy Corns. Nur Crazy Corns ist zum einen kostenlos, das heißt also, man zahlt darüber nichts. Ich habe noch nie was im Android/Android-Market gekauft. Deshalb benutze ich ehrlich nur die freien Varianten. Wir fangen mal einfach an. Selbsterklärend ist es eigentlich schon. Zoom! Machen wir Mode oder Classic? Machen wir Classic. Und wir müssen immer auf die Maiskolben zielen. Wo ist er? Nein, man kann auch Kombinationen machen, indem man einfach so über den Bildschirm streicht. Einige Sachen sollte man natürlich nicht nochmal. Ah, schade. Das ist ein bisschen wie. Nein! Ein Google Smack. Ne? Kannst du noch mal ganz kurz eben, während ich hier suche, nochmal nach Alien und Muttermal suchen? Nee, ich spiel Google. Ich schmier die gleich ein. Start. Ah, warte. Man hat drei Versuche, beziehungsweise man darf dreimal das Korn runterfallen lassen. Ich habe nämlich kein Android-Telefon, deswegen muss ich Google Smack spielen. Das ist so ähnlich. Nee, das ist nicht so ähnlich. Ja, doch, muss auch da draufhauen. Ach so, da muss man auch draufhauen. So, fangen wir mal an hier. Ich bin super schlecht darin, aber ich habe auch, glaube ich, zu dicke Finger. Man darf nicht auf die Steine kommen, weil das gibt dann. Game over. Und so ähnlich ist auch Takeover gleich bei uns, denn der Take ist schon over. Wir fassen ganz schnell zusammen. Das war Crazy Corn. Für Android. Verrückter Mais. Poppe das Korn, macht Hunger, Spiele-App. Ja, und kostenlos. Ne? Kostenlos. Und wenn ihr kein Android-Telefon habt, dann könnt ihr euch Google Smack oder Fruit Ninja. Genau, runterladen. Kostet aber was. Mhm. Na, wir machen ein kleines Päuschen, danach sind wir wieder hier und ihr auch. Bis gleich.